일단 데카인스. 안녕하세요. 굿탈. 저희는 달콤한탈입니다. 오늘은 지난주 채널 소개 영상에서 말했듯이 발렌타인데이니까 우리의 첫 만남에 대해서 얘기할게요. 저희가 처음 만난 곳은 노래방이에요. 내 탐복의 남앞 탐복의 남앞앞앞 우리가 언제 처음 만났지? Wir haben uns am 14.11.2015 kennengelernt. 제 생일날 만났어요. Ja, ich bin ursprünglich essen gegangen vorher und ich wollte unbedingt noch zum Karaoke gehen und habe extra noch eine Freundin gefragt und verzweifelt jemanden gesucht. Geht doch mit mir bitte zum Karaoke und habe dann endlich jemanden gefunden. 저는 그날 제 생일이긴 했는데 별 계획은 없었고요. 그날 친구 졸업작품을 찍고 나서 걔가 막 생일 케이크랑 술이랑 막 이런 걸 준비해가지고 그냥 헤어지긴 아쉬워서 사람들 불러가지고 노래방에 우연히 갔거든요. 처음 문을 열고 얘를 봤을 때는 사실 진짜 별로였어요. 미안해. 그때 문을 열고 들어갔는데 누가 먼저 노래를 부르고 있더라고요. 한국처럼 이렇게 방식으로 된 건 아니고 큰 홀이 있고 거기서 막 사람들이 앞으로 가서 노래를 부르는 식의 노래방이었는데 거기서 얘가 노래를 부르고 있더라고요. 근데 그때 머리 색깔도 보라색이고 메이크업도 막 되게 진하게 막 날개 그리고 아 쟤 진짜 별로다라고 생각했어요. What's the name? Erster Eindruck von mir. Der erste Eindruck. Also ich war ja mit einem Kumpel da und wir waren halt nur zu zweit. Und ich habe mal diese große Gruppe gesehen und speziell ihn, ja, du bist mir aufgefallen. und wir haben dann halt überlegt, so, wollen wir uns dazusetzen? Ich habe dann halt einfach gefragt, können wir uns dazusetzen? Ich muss dazu sagen, du bist mir zwar aufgefallen, aber auch erstmal nur als der Koreaner der Gruppe. Es war eher so, dass du mir dadurch aufgefallen bist. Dass du halt quasi der Koreaner der Gruppe warst und ich dachte so, kannst ja mal vielleicht mit dir reden. Ich habe zu dem Zeitpunkt halt auch schon ein bisschen koreanisch gesungen und da kann man sich dann halt ein bisschen unterhalten. Und dann haben wir uns dazugesetzt. Aber wenn dein erster Eindruck so schlecht war, wieso hattest du denn trotzdem Interesse? 그때 같이 갔던 친구 중 한 명이 얘를 보고서는 저한테 되게 귀엽지 않냐, 노래 잘하지 않냐 하면서 막 잘해 보라고 한 막 계속 떠밀더라고요. 근데 그렇게 막 호감이 있던 건 아니어가지고 안 했는데 같이 이제 셋이 같이 앉게 되었는데 내 바로 옆에서 걔가 얘한테 갑자기 번호를 물어봤어요. 그래서 어? 이게 뭐지? 나보고 잘해보라면서 왜 자기가 번호를 묻고 다니지? 하면서 갑자기 배신감이 들더라고요. 그 친구가 번호를 봤더니 바로 나한테 넘겨주더라고요. 얘 보는 앞에서 그때부터 살짝 이제 흥미가 생기기 시작했고 이제 우리 셋만 마지막까지 남았었는데 그 친구랑 나오라는 그 노래방에서 멀지 않은 곳에 살아가지고 같이 전철을 타고 가고 저 혼자만 다른 방향으로 가게 됐는데 제가 탔던 열차가 제대로 탔음에도 불구하고 다른 방향으로 간 거예요, 중점역으로. 그래서 상황이 좀 어렵기도 하고 아까 받은 번호로 문자를 날려봤더니 그분 우리 집에서 별로 안 먹는데 우리 집에 와서 한 잔 더 할래? 하는 거예요. 한 새벽 3시였는데 너무 왔습니다. 이게 저기 아닌가 합니다. Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin einer dieser Menschen, die nach so Partys ausgeabenden immer irgendwie zu Hause sitzen zu denken, hätte eigentlich länger gehen können. So, ich mag es gerne lang. Und ich bin halt nach Hause gefahren und habe so gedacht, wir haben halt geschrieben. Und dann habe ich mir wohl irgendwie gedacht, so, eigentlich habe ich noch gar keine Lust, schlafen zu gehen. Ich habe noch keine Lust, irgendwie, dass der Abend vorbei ist. Und habe dann einfach so aus Interesse gefragt, hey, magst du nicht einfach noch mal vorbeikommen? So, ich habe noch was zu trinken da, wie langweilig, und man kann ja einfach noch ein bisschen quatschen. Na deswegen? Also ich hatte keine Hintergedanken, falls du das damit sagen möchtest. Tatsächlich. Bin ich da ein sehr unschuldiger Mensch? Ich hatte wirklich einfach nur keine Lust, zum Schlafen zu gehen. Ich hatte Ihnen Gedanken. Aber es ist nichts passiert, was ihr denkt. Es war halt keine Sache für eine Nacht. Dafür sind wir beide nicht gemacht. Nein, überhaupt nicht.
아무튼 간에 얘네 집으로 갔더니 얘가 집 대문 앞에서 맨발로 기다리고 있더라고요. 그 추운 날에. 그래서 와, 그때 살짝 조금 감동을 먹긴 했어요. 이 형 사이 안 좋을까요? 에스만 세야 될 게 괜찮을까요? 아, 그럼 이거 어떻게 하시는지 안 좋을까요? 무슨 dazu sagen, ich habe nicht nur in der Kälte gewartet, ziemlich lange, weil der Herr es nicht gefunden hat, sondern ich habe auch ein bisschen gesucht, aber ihn nicht gefunden. Ja, dann sind wir hochgegangen und haben uns ziemlich gut unterhalten, würde ich sagen. Ziemlich lange auch. Aber irgendwann musste ich dann leider ausschlafen, weil ich musste um 17 Uhr wieder arbeiten und habe leider nicht mal geschafft, meine 10 Stunden zu schlafen. Ich habe für ihn ziemlich viel von meinem Schlaf geopfert, den ich eigentlich gerne gehabt hätte. Also es ist schon was Besonderes. 저는 그날 8시에 일어나서 8시에 얘네 집에서 집을 나갔고 지하철에서 잘 떠나고 이제 집에 돌아와서 얘랑 이제 카톡을 다시 주고받았는데 그때 얘가 바에서 얘기했거든요. 근데 자기 바에서 일하는데 조금 심심하다고 놀러오지 않겠냐고 해가지고 그때 가서 또 얘랑 너 같이 얘기하고 하다가 한 5일 지나고 나서 사귀게 됐어요. 야, 나 5일 Tage sind wir dann zusammengekommen. Von da an geht's dann echt fix, muss ich sagen. Nach 6 Monaten ungefähr sind wir dann auch zusammengezogen. Knapp einem Jahr wurde ich dann schwanger. Mehr oder minder geplant, sagen wir mal so. Sehr überraschend auf jeden Fall, da ich aufgrund einer Krankheit in Behandlung war und es da mich dann rausgefunden habe. Und dann haben wir uns entschlossen zu heiraten, bevor das Kind kommt auf jeden Fall. Es ist wirklich einfach in Deutschland, dann schon heiraten zu sein. Und wir wollten es ja so gut. Und sind dann nach Dänemark gefahren. Dänemark. 왜 멀쩡한 고기를 놔두고 덴마크에서 결혼을 하게 된지는 따로 영상을 만들어서 나중에 올릴게요. 야, so haben wir uns kennengelernt. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wie habt ihr denn euren Partner kennengelernt? Schreibt es doch mal in die Kommentare, wir würden es gerne lesen. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Like-Tag. 그럼 다음 동영상 때 봐요. 때까지 깔끔하세요. 쥐잇! 잠깐만, 우리 노래방 얘기도 다 세워놨는데 노래나 한 곡 갈까? 그래? 그래? Da 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 da. Alright. Da 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 da. You give me something I need in my life. Second to nothing. You come, baby. Told you I love you. You told me you're mine. Tell me why, running, babe. Say you wanna take it slow. When you're ready, let me know. I got somewhere we can go to unwind. Leave your troubles in your past. I got another chance. You got questions, I got answers tonight. I got intentions, baby. I got intentions, babe. But I'm getting restless, baby. I need your blessing, baby. I'll put you if you let me, baby. Let's go, hey!